Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Forza Horizon 4 und heute ist Dienstag und das ist der Dienstag vor dem nächsten Update der Serie 14 und das bedeutet, es ist wieder ein Torben Tuesday. Torben Ellert ist Senior Game Designer bei Playground Games und er postet immer auf seinem Account bzw. auch unter dem Account von Playground Games am Dienstag vor dem offiziellen Update-Stream einige Hinweise, die ich euch jetzt hier einmal kurz einblenden möchte, die mit dem nächsten Serienstream zu tun haben. Auf diesem auf Twitter veröffentlichten Post seht ihr einige Hinweise, die ich bereits mit den Pfeilen markiert habe. Und wir werden uns heute anschauen, welcher dieser Hinweise uns schon Details zum nächsten Serienupdate verraten werden und was wir auch zum ersten Geburtstag von Forza Horizon 4 erwarten können. Das unbearbeitete Originalbild findet ihr natürlich auf Twitter und den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Also wer gerne auch nochmal selber rätseln möchte, der klickt einfach mal unten auf und schaut auch gerne mal bei Twitter vorbei. Und damit starten wir mit dem ersten Hinweis und diesen seht ihr links unten im Bild auf dem linken Monitor von Torben Ellert, denn dort befindet sich nämlich eine Scheune abgebildet und das ist nicht irgendeine Scheune im Spiel, sondern das ist genau dieser Ort, an den wir jetzt einmal auch hinfahren. Von außen gekennzeichnet, vor allem durch die Horizon Festival Fahnen, fällt dieser Ort schon seit Tag 1 des Spiels ins Auge, doch hier war nie irgendwas Besonderes gewesen bisher und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich auch das ändern wird. Jetzt könnte man zunächst einmal ganz abstrakt vermuten, dass dieser Ort oder beziehungsweise die offene Scheune einen Hinweis bieten könnte auf einen neuen Scheunenfund in Forza Horizon 4, denn es gibt ja noch einige ungenutzte Scheunen, die eventuell auch Autos in Zukunft noch bringen werden. Doch ich glaube ganz ehrlich, dass dieser Ort nichts mit einem Scheunenfund zu tun hat. Ihr seht, durch eine unsichtbare Wand kann man auch nicht in diese Scheune hineinfahren und ich glaube, das Ganze hat einen Grund, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier an diesem sehr einladenden Ort eine neue Horizon Story bekommen werden und auch dazu gibt es ja Hinweise im Menü, denn schauen wir einmal in die Sternenkarte, dann zeigt sich dort, dass wir noch eine weitere Horizon Story erwarten können und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo hier eine Story erscheinen wird. Diese Vermutung lässt sich zumindest ein Stück weit sogar noch bestätigen und zwar schauen wir uns dafür einmal den Twitter-Post eines anderen Forza-YouTubers an und zwar DonJoeOneSong, der ein oder andere dürfte ihn sicherlich von euch kennen. Denn dieser hat in seinem Twitter-Post 5 Vermutungen aufgestellt zum kommenden Serie 14 Update und Retro Crystal von Playground Games hat darunter geantwortet und ihm bestätigt, dass 2 dieser 5 Vermutungen richtig sind. Und das Ganze ist jetzt vor allem deshalb interessant. Gehen wir jetzt vor allem danach, welche dieser 5 Behauptungen am wahrscheinlichsten richtig liegen, dann dürften die beiden Behauptungen höchstwahrscheinlich die Wheelspin-Duplikate sein, die verkauft werden können. Und warum das so ist, zeige ich euch gleich. Und die zweite Behauptung, die wohl stimmen dürfte, ist der erhöhte Gamerscore von 2500 Punkte um 250 Punkte auf 2750 Punkte. Warum das so ist, zeige ich euch auch gleich bei der Analyse des Bildes. Doch zunächst einmal können wir auch daraus schließen, dass die 3 anderen Aussagen, die er getroffen hat, wohl die sein dürften, die falsch sind. Und darunter befindet sich auch die Aussage, dass die gezeigte Scheune eventuell auf einen neuen Scheunenfund hindeuten dürfte. Und das gehört dann wohl eben zu den falschen Aussagen, was ja im Umkehrschluss auch bestätigt, dass wir mit der Horizon Story richtig liegen. Dass die Vermutung, Wheelspin-Duplikate in Zukunft verkaufen zu können, allerdings richtig sein dürfte, das sehen wir auch hier an der folgenden Analyse des Bildes. Und zwar habe ich euch den entsprechenden Bereich auf dem Whiteboard noch einmal mit der Lupe hervorgehoben. Ihr seht darin 2 sehr gleich oder ähnlich gezeichnete Fahrzeuge, die mit einem Pfeil zu einem Credit-Sack verbunden werden. Und hier sieht das Ganze so aus, als ob man also doppelte Fahrzeuge in Zukunft zu Geld umwandeln kann, also Wheelspin-Duplikate verkaufen. Das Ganze bestätigt sich noch einmal hier durch dieses etwas undeutliche Symbol des Wheelspins. Darüber seht ihr so diese 3 Slot-Maschinen-Zeichen. Also ich denke mal, das Ganze spricht hier als einen der deutlichsten Hinweise für Wheelspin-Duplikate, die ja auch schon in den vergangenen Streams immer wieder mal konkretisiert wurden. Und das Thema zieht sich ja jetzt schon durch einige Monate hinweg und dürfte nun endlich auch ins Spiel kommen. Dass die zweite Vermutung, mit der er recht haben dürfte, wahrscheinlich die neuen Gamerscore-Punkte sein dürften, das zeigt sich vor allem nochmal an diesem Teilausschnitt des Bildes, denn auf dem Whiteboard ist die Zahl 250 aufgezeichnet und darunter die Zahl 2750. Nun schauen wir uns anschließend einmal den Gamerscore an, der maximal aktuell in Forza Horizon 4 zu erreichen ist. So betrachten wir die Zahl 2500. Addieren wir nun 250 Punkte hinzu, so landen wir bei der neuen Zahl 2750 Punkte, die höchstwahrscheinlich in Zukunft freizuschalten sind. Eine weitere Behauptung, die dann allerdings nicht mehr stimmen dürfte, war, dass der McLaren Speedtail ins Spiel kommen könnte, denn
Kombiniert man oben den Sonic Hedgehog, der auf der Tafel gekennzeichnet ist, mit dem Schriftzug Gotta Go Fast und Sonic steht hier auch für Speed und den Fisch unten mit der langen Schwanzflosse, also dem Longtail, dann könnte man auf den McLaren Speedtail kommen. Da dies aber wahrscheinlich zu den drei falschen Aussagen gehört, komme ich hier zu einem anderen Modell von McLaren, das ich für eher wahrscheinlich halte. Denn kombiniert man die Spinne, die sich herabseilt neben dem Sonic Hedgehog mit der Zahl 19, die neben dem Spinnenfaden gekennzeichnet ist und dem Fisch mit dem Longtail unten, dann kommt man vielleicht auf den McLaren 600 LT Spider. Denn das LT steht für Longtail. Das Modell ist aus dem Jahr 2019 und die Spinne auf Englisch Spider könnte ja tatsächlich für einen McLaren Spider sprechen. Eine andere Theorie wäre, den Sonic also mit Fast bzw. Super Fast in Verbindung zu bringen mit einem 2019er Spider-Modell und hier könnte auch der Ferrari 812 GTS ins Spiel kommen, also sprich die Spider-Version sozusagen des Ferrari 812 Super Fast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den McLaren 600 LT doch für etwas wahrscheinlicher halte. Und damit kommen wir zu einem weiteren Hinweis, den ich für euch gefunden habe auf dem Whiteboard. Hier gekennzeichnet noch einmal von mir und vergrößert in der Lupe auf der linken Seite, denn dort befindet sich ein Männchen ebenfalls mit einer kleinen blauen Lupe gemalt und darunter befinden sich die vier Begriffe Autothema, Autoklasse, Länge und Startpunkt auf Deutsch. Diese vier Begriffe in Verbindung mit der blauen Lupe könnten dafür stehen, dass der Streckeneditor überarbeitet wird. Das bedeutet, dass man eventuell die Möglichkeit bekommt, nach eben diesen genannten Punkten Autothema, Autoklasse, Länge und Startpunkt der Strecke zu suchen und damit letztlich auch den Streckeneditor etwas übersichtlicher macht, um Strecken von anderen Spielern besser auffinden zu können. Abschließend habe ich noch einen letzten Hinweis für euch und dieser befindet sich auf der Mitte des Whiteboards zentral eingezeichnet und zwar ist dort ein Truck, der allerdings mit einem X durchgestrichen ist und über diesem steht A Series of Tubes. Die Tubes, also zu Deutsch die Röhren, die auf der Ladefläche des Trucks gezeichnet sind, erinnern zunächst einmal stark an Super Mario. Dass das Ganze aber etwas mit einem Italien-Thema zu tun haben könnte, wurde mehr oder weniger von Playground Games schon dementiert. Deshalb bin ich aber auch gespannt, was ihr dazu denkt und ob ihr vielleicht Ideen habt, was diese Röhren auf dem Truck zu bedeuten haben und was die Überschrift A Series of Tubes für die Serie 14 bedeuten könnte. Denn tatsächlich habe ich hier aus meiner Analyse noch keine Hinweise gefunden, was das Ganze mit der Serie 14 zu tun haben mag. Falls ihr noch weitere Ideen und vielleicht auch Hinweise auf dem Whiteboard findet, zu denen ihr schon konkrete Theorien habt, was diese für die Serie 14 bedeuten könnten, schreibt es auch ebenfalls einmal in die Kommentare mit der Begründung, wie ihr auf diese Theorie kommt. Ihr seht hier noch einmal von mir eingeblendet das vergrößerte Whiteboard mit allen Hinweisen und vielleicht findet sich hier noch das ein oder andere auch zu den Luftballons, die rechts unten zu sehen sind oder auch zum Sonic Hedgehog, wobei ich glaube, dass der Sonic Hedgehog so eine Art Ablenkungsbild ist, beziehungsweise letztlich nichts zu sagen hat für die Serie 14, denn auch beim Torben Tuesday zu Serie 13 gab es zum Beispiel ein Robot Chicken, das letztlich überhaupt nichts mit der Serie 13 zu tun hatte. Auf jeden Fall zeigt uns Playground Games anhand der Hinweise, die auf dem Whiteboard gekennzeichnet sind, dass sie doch etwas Besonderes vorhaben zum ersten Geburtstag von Forza Horizon 4 und ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird. Der Stream, der dann alles oder zumindest fast alles veröffentlichen wird, findet am 23.09., also nächste Woche Montag um 19 Uhr statt und ich werde euch natürlich wie immer direkt danach mit allen Infos zum Update auf das Laufende bringen. Damit du auch dort nichts verpasst, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du mitbekommst, sobald das neue Video dazu rausgekommen ist. Und damit bin ich auch raus und verabschiede mich von euch, wünsche euch viel Spaß beim Zocken und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!